Mein Name ist Lois Hechenleitner. Ich befasse mich nunmehr seit über 30 Jahren mit dem Phänomen des alpinen Massentourismus. Ein Tourismusland wie Tirol, wo so viele Millionen Gäste jedes Jahr übernachten, da entstehen natürlich spannende Bilder. Tourismus braucht auf der einen Seite Bilder, um das Ganze emotional aufzuladen, was aber die Tourismuswirtschaft unterschätzt, welche Bilder sie selber kreiert, die dann wieder meine Motive werden. Diese Sichtachse auf die Tourismuswirtschaft ist natürlich eine andere, die auch zu Verwerfungen führt und viele Fragezeichen in den Raum stellt oder ins Land oder auf die Leinwand oder in die Bücher bringt. Ein wichtiger Themenstrang von mir ist die alpintouristische Berauschungsindustrie. Die Erlebnisgesellschaft hat viele Dinge eingefordert und man hat geglaubt, den Gast immer was Besonderes bieten zu müssen. Und nirgendwo im Tourismus hat man so hohe Handelsspannen wie beim Verkauf von Alkohol. Und so ist eben der Après-Ski-Zweig ein ganz wichtiger Wirtschaftsmoment geworden, der aber auch ganz viele Probleme mit sich bringt. Und diese Bilder wollte ich sichtbar machen. Und das war für mich auch sehr, sehr anstrengend, da dran zu bleiben. Zum einen, weil ich Antialkoholiker bin, auf der anderen Seite das festhalten wollte. Und weil es einfach ein wichtiges Zeitdokument ist, wenn man das festhält. Da habe ich 21 Jahre lang die Fans der volkstümlichen Musik fotografiert und so weiter und so weiter. Und so tun sich immer neue Themenstränge auf, weil Tourismus immer etwas ist, was sich neu hervorbringen muss. Da ist eine Dynamik drin. Neue Generationen haben neue Bedürfnisse, neue Anforderungen. Und von daher gibt es keinen Stillstand, sondern immer neue Motive. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, ob ich nicht einmal aufhöre und was anderes machen möchte. Ich kann gar nicht aufhören, weil die liefern mir ständig neue Motive nach. Es gibt keinen dolleren Motivlieferanten wie die Tourismuswirtschaft. Und für das bin ich wirklich sehr dankbar.